Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Shinshan, meine unendlichen Sommerferien mit dem Professor. Und ich hole euch nochmal storymäßig ein bisschen ab. Wir hatten letztes Mal, dass der Flugsaurier dazu kam. Den haben wir einen Namen gegeben, ich glaube den Superfalk. Und sollen uns jetzt mit der guten Dame da hinten aufmachen Richtung Professor, um ihn eine Rechnung zu überbringen. Und ich würde sagen, das machen wir dann heute auch mal. Ich begrüße euch mit einem herzlichen Po-Boogie-Boogie und los geht es. Lucky, bei dir noch alles in Ordnung? Du bist der echte Lucky und kein Doppelgänger, oder? Sonst wäre ich echt traurig. Oh, Lucky winselt. Keine Sorge, ich glaube, der sieht sehr echt aus. Was ist bei euch beiden los? Der ist beim Berg, deswegen nennen wir ihn Damm am Berg. Was ist beim Berg? Der Damm? Okay, beim Damm am Berg ist ein Damm. Wie kommst du eigentlich immer in die Vorschule? Ich habe meinen eigenen Bus dafür. Er heißt Mopsy. Korrekt ist das. Guten Tag, was ist bei dir los? Musst du heute gar nicht weben? Nee, heute habe ich frei. Heute, naja, frei sieht das jetzt auch nicht unbedingt aus. Sie ist da ordentlich am Fegen. Statt am Weben wird gefegt. So, warte mal. Wow, eine Schwebefliege. Wir sammeln natürlich weiter fleißig Zeug ein, wenn ich es denn sehe. Gut, wollen wir los oder? Warte mal, hier ist so ein Schmetterling. Na komm. Sehr schön, ein Ritterfalter. Wie sieht's denn aus? Ich habe heute mit den Dinos fangen gespielt. Ob die Menschen damals wohl auch mit den Dinos gespielt haben? Ich bezweifle es stark. Gab es überhaupt eine Zeit, in der Dinos und Menschen gleichzeitig gelebt haben? Ja, auch egal. Gehen wir los? Ach so. Okay, dann los jetzt, oder wie sieht es aus? Oh oh. Wir wollten eigentlich gemeinsam zum Professor, das war jetzt der Plan. Oh, der große Dino kommt. Vielleicht können wir mit einem Po-Boogie-Boogie aufhalten. Po-Boogie-Boogie. Okay, ich gehe erstmal weiter. Ich versuche mal den Weg zum Professor zu finden. Ihr wisst ja, mein Orientierungssinn ist der besteste. Da kann an sich nichts schief gehen. Bei Annie vom Zeitungsverlag wollte sie warten, ne? Da steht sie schon wieder rum. Verwirrend. Oh, die Insel ist, glaube ich, auch kleiner, als man denkt. Da hinten sehe ich jetzt wieder die fegende Dame und die zwei rumspringenden Kinder. Ich habe das alles immer ein bisschen größer in Erinnerung. Ich gehe mal kurz in den Zeitungsverlag rein und gucke, ob wir da wieder was abgeben können. Moin! Ehrlich gesagt habe ich mich gefragt, wie du diesen Verlag wieder ganz groß machen könntest. Und dann fiel mir doch eine Möglichkeit ein. Du müsstest Architekt werden. Oh Gott, ey, Alter, was? Dann könnten wir den sehr groß bauen, auf jeden Fall. Guten Tag! Hast du ein paar gute Artikel für die Zeitung zusammengetragen? Kinderkanikel, Kinderkanikel! Okay, also noch nicht, nein. Gehen wir erstmal weiter. Folgen wir der guten Dame. Shinchan! Hier bin ich, ich sehe dich. So blind bin ich dann doch noch nicht. Mann, ich mag diesen Artstyle so sehr, es sieht so schön aus. Sieht halt aus wie so eine Episode. Die Straße war eigentlich wegen Bauarbeiten gesperrt. Ja, das habe ich auch gesehen. Der Dinosaurier hat die Sperre aber einfach aus dem Weg geräumt, um durchzukommen. Shinchan, wenn du mitten auf der Straße läufst, zertrampelt dich der Dino noch. Na, der sieht mich doch. Sei vorsichtig. Ich habe doch ein großes, rotes Hemd an. Kann ja eigentlich nichts schief laufen. Wow, ist das schön hier. Da wachsen sogar diese Dingsblumen im Wasser. Dingsblumen? Ein schöner Name. Nee, so heißt das nicht, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Seerosen. Hey, geh nicht zu nah ins Wasser, du fällst da sonst auch rein. Vorsicht, Vorsicht! Und was meint ihr? Werden wir plumpsen? Okay. Sie lässt mich auch wieder zurück. Hey! Kleiner Kohlbeißer. Was war das gerade? Ach, wir könnten angeln. Ja, nee, brauchen wir jetzt aber gerade erstmal nicht. Wir folgen ihr jetzt erstmal weiter. Diese Farm gehört Yoshikos Familie. Meinst du die Studentin Yoshiko? Ja, genau.
die dir bei der Zeitung aushilft. Ein paar von den Feldern liegen gerade brach, also wenn du willst, kannst du was anpflanzen. Hast du Lust? Heißt das, ich hätte die Chance, mehr Zeit mit Yoshiko zu verbringen? Guck dir sein Äuglein an. Kann gut sein, dass du sie hier triffst. Oh Mann. Also, verstehe ich das richtig, dass es dir gar nicht ums Anpflanzen geht, ja? Oh, Yoshiko, Frau meines Lebens. Wieso ist er so scharf auf sie? Und ich bin ihm völlig egal. Ich meine, es ist nicht so, dass ich mein Selbstbewusstsein von der Anerkennung eines Fünfjährigen abhängig mache. Na komm, lass uns jetzt weiter zu Professor Perfidius Geheimlabor. Folge mir. Wird gemacht, ich folge. Ich kann es da hinten schon, glaube ich, sehen, oder? Ist es das mit der Seilbahn? Wo wir gerade gießen, können wir aber gerade mal gießen. Karotten gießen, weil wir hatten ja schon angefangen, hier ein bisschen was einzupflanzen. Tomaten gegossen. Pfefferschoten gegossen. Und weiter. Das ist da vorne lang, oder? Ein Japankäfer. Ist das jetzt der richtige Weg? Ich glaube, ja. Das müsste ja sein Haus sein, ne? Ja. Okay, was ist los? Wie sie die Treppe runtergeht. Was ist los? Ich muss dem Professor eine wirklich wichtige Rechnung bringen. Eine wichtige Rechnung. Aber er ist nicht da. Wo könnte er nur stecken? Würdest du mir vielleicht beim Suchen helfen? Wenn du ihn findest, kriegst du von mir eine Packung Schokosterne. Da hilft Shin-chan doch gerne. Aber wo könnte der Professor nur sein? Gehen wir mal schauen. Ich gehe jetzt trotzdem mal gleich in sein Häuschen rein. Nachtigall, Grashüpfer. Gehen wir nochmal reingucken. Ist echt ein bisschen schade, dass das Game halt so nicht komplett vertont ist. Also ist ja nicht mal im Original japanisch komplett vertont. Das ist wirklich immer nur diese Sprecherin und so ein paar Momente sind vertont. Der Rest ist nur Textboxen. Und ich glaube, dem Spiel hätte es wirklich gut getan, wenn es eine komplette Sprachausgabe gehabt hätte. Und vor allen Dingen natürlich hier die deutsche Synchro wäre so mega gewesen. Naja. Dennoch, wenn man damals viel Shin-chan geguckt hat, so wie ich, holt einen das schon ab. Man ist halt auch nur die ganze Zeit immer wieder ein bisschen traurig, weil es hätte halt noch ein bisschen cooler sein können. Was haben wir denn hier? Gegenstand erhalten. Pappelpflaume. Nehmen wir die hier auch nochmal mit. Wir suchen mal weiter nach dem Professor. Vielleicht ist er hier lang gegangen. Immer schön die Augen aufhalten, ob ihr ihn irgendwo seht. Trichter fahren. Was ist das denn, Kleines? Das ist irgendwas ganz Winziges. Das ist eindeutig ein Käfer, aber er ist winzig klein. Eine Kugelasse. Also hier sehe ich ihn nicht. Wir könnten mal da hinten runtergehen. Na, komm jetzt. Ich sammle hier alles ein. Was geht? Kleiner Feuerfalter. Gehen wir mal da lang. Vielleicht ist er unten bei diesem Häuschen. Oder er ist im Laden. Will er gerade was einkaufen? Oder er ist beim Dino. Oder er will Nudeln essen. Es gibt so viele Optionen. Gehen wir erstmal hier lang. Okay, im Laden ist niemand. Was steht auf dem Brett? Nichts. Hier was los? Moin. Die Tafel können wir ansehen. So. Meister Shin-chan. Was ist? Auf dieser Tafel protokolliere ich meine nötigen Zutaten fürs Restaurant. Wenn du mir die Sachen bringst, die hier stehen, gebe ich dir für deine Hilfe ein kleines Taschengeld. Gut, gut. Bis zum nächsten Mal. Wir haben, glaube ich, nichts am Start.
Aber wir sind nah dran, die nächsten 100 Yen zu bekommen. Aber wir sind ja gerade dabei, Karotten anzupflanzen. Reife Tomaten. Riesenkarotten bekommen wir wahrscheinlich, wenn wir noch länger die Karotten wachsen lassen. Toni, dai! So, hier geht's erstmal noch nicht weiter, ne? Während der archäologischen Ausgrabungen ist das Betreten nicht erlaubt. Steht auf dem Schild. So, wo mag der Professor sein? Habe ich eigentlich irgendwie was zu essen? Snacks. Oh, warte. Ich habe echt Probleme mit dem Menü, ohne Scheiß. Weil A ist der Bestätigen, ist der Zurückknopf. Oh Gott. Das macht mich fertig. Und B ist der Bestätigen-Knopf. So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal Kekse, das ist nicht viel. Füllt den Magen ein wenig. Neu? Achso, damit kann ich sortieren. Ja, nehmen wir doch mal die Curry-Leckerei. Essen. Siehst du, schon haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Die Sache ist halt nämlich, Zeit geht einem immer flöten. Noch eine Pappelflamme, sogar drei Stück. Dann gehen wir erstmal weiter. Wir waren jetzt so ziemlich schon fleißig, muss ich sagen. Schwebefliege. Oh, Achievement geht rein. Schön. Aber ist auch nicht schlimm, wenn man müde wird. Der Urlaub geht ja, wie gesagt, endlos. Also insofern verpasst man da nicht so viel. Hast du irgendeinen Hinweis, wo er sein könnte? Wo steckt der Professor nur? Nee, sie hat keinen Hinweis. Gehen wir mal weiter gucken. Hier sind noch Gemüse. Vielleicht da, wo die Kühe waren. Vielleicht sind die jetzt weg. Da könnten wir auch noch mal gucken. Oder wir gehen mal hier lang. Da ist er. Gefunden! Du hast den Professor gefunden. Er sitzt seelenruhig auf der Bank. Ja, wenn Shin sich dazu setzt, ist das mit dem Seelenheil gleich vorbei. Hallo! Shin-chan, du hast ihn gefunden. Wir haben dich gesucht, Professor Perfidius. Oh, was gibt's denn? Ich hab doch Bescheid gesagt, dass ich heute die Futterrechnung bringe. Ach, verdammt. Das hab ich ganz vergessen. Du scheinst ziemlich vergesslich zu sein. Du musst mehr Memory spielen. Das trainiert das Gehirn. Hier die Rechnung für 7 Tonnen Heu. Aber die Dinos sind doch gar nicht scheu. Heu ist getrocknetes Gras. Das Kühe und andere Grasfresser fressen. Hahaha, kleiner Hinweis auf Kühe. Ich habe doch gesagt, dass wir nächsten Dienstag liefern. Und da liegt das Problem. Wie viele Tage halten 7 Tonnen überhaupt bei den Dinos? Ja, gute Frage. Baby Sinclair wiegt etwa 23 Tonnen. Das ist 38 mal so viel wie eine Kuh. Wenn Kühe am Tag 30 Kilogramm Futter brauchen, frisst Baby Sinclair am Tag eine ganze Tonne. Also braucht er 7 Tonnen, das sind 7000 Kilo in der Woche. Und er ist ja nicht alleine. Unglaublicher Falk muss auch gefüttert werden. Ist es immer noch ein wunderbarer Name. Der unglaubliche Falk. Jetzt will Shin-chan aber seine Belohnung dafür. Dass er den Professor gefunden hat. Wie gut, dass er was anderes als Heu bekommt. Gegenstand erhalten Schokosterne. Schön. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, was hinter dieser Tür ist? Anscheinend treffen sich hier manchmal die Kinder aus dem Dorf und treiben Schabernack. Mina Yamada ist super. Ende. Okay. Hier wird Schabernack getrieben. Oh, guck mal, da ist, wie heißt er denn?
Mats, hallo, ich bin ein Roboter. Wie heißt, Max heißt er doch, heißt er nicht Max im Original? Die haben ja die ganzen Charaktere, die man aus der Serie kennt, hier auch herverfrachtet, ein bisschen anders angemalt und ihnen anderen Namen gegeben. Und Shin ist die ganze Zeit verwirrt, warum er so viele Leute sieht, die so aussehen und sich so verhalten, wie zum Beispiel Cosmo, hier jetzt Max, aber hier heißt er Mats. Wie, du nennst mich Reichbällchen. Wie kommst du denn auf Roboter? Ich liebe Roboter. Ich bin im Herzen auch ein Roboter. Roboter haben keine Herzen. Dein Ballkopf sieht aber eher wie ein Reisbällchen aus. Ich bin kein Reisbällchen. Wir tragen hier immer Dino-Kämpfe aus. Willst du mitmachen? Boah, Dinos bringen euch in Sicherheit. Ich will nicht, dass die Dinos einander wehtun. Keine echten Dinos. Wir kämpfen mit Dino-Robotern, die der Professor für uns gebaut hat. Aber auch die sind voll stark. Meinst du Professor Perfidius? Genau. Ich liebe Roboter. Deswegen finde ich das voll cool vom Professor. Er ist ein richtiger Superheld. Der hat ja einfach so einen Roboter gebaut, ohne Gegenleistung. Bestimmt kommt er später mit einer hohen Rechnung. Nein, Quatsch. Er mag mich einfach. Deswegen hat er mir die Roboter gebaut. Na sicher. Er findet meinen Kopfform toll. Ich weiß auch nicht warum. Aber wie heißt du überhaupt? Ich bin Shin-Chan. Ich heiße Mats. Wenn du Lust auf einen Dino-Kampf hast, guck mal da vorne in der Kiste. Die anderen spielen da auch mit. Na, dann mal los. Es wird Zeit für Dino-Kampf. Dino-Kampf. Am Dino-Kampf teilnehmen. Ja. So, Mats. Guck mal, es kommen alle an. Ihr erinnert mich alle voll an meine Freunde. Oh, wirklich? Welche Freunde denn? Meine Freunde von zu Hause, mit denen ich Kazukaba beschütze. Wir sind nämlich die Kazukaba Ranger. Auf in den Kampf! Wir beschützen Pampa auch. Wir sind die Pampa Ranger. Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Übrigens, Pampa Ranger, wir kämpfen hier mit Dino-Robotern, die der Professor für uns gebaut hat. Dann dürfen wir sie auf keinen Fall kaputt machen. Müssen ganz vorsichtig sein. Okay, Gegnerauswahl. Baby Sinclair. Baby Sinclair in Normal. Unglaublicher Falk, ebenfalls in Normal. Machen wir erstmal Baby Sinclair in Schwach. Wir fangen mal gemütlich an, nicht wahr? So, und ich darf auswählen. Baby Sinclair. Wir nehmen jetzt auch Baby Sinclair. Guck mal, der hat doch mehr HP und so. Dafür macht der hier mehr Damage. Ich glaube, wir nehmen den unglaublichen Falk. Du besitzt keine Karte, du kriegst welche, wenn du Schokosterne kaufst. Ah, man kriegt Dinosaurier, verschiedene Dinosaurier, wenn man Schokosterne kauft. Aha. Oder Karten, mit denen man die pushen kann. So, machen wir mal einen Schnellpicker. Er darf anfangen. Es geht schon nicht gut los. Au! Mats greift zuerst an. Unglaublicher Falk nimmt 78 Schaden. Ich wähle Schere. Hat er das gerade gesagt? Ich nehme wieder den Schabelpicker. Jetzt habe ich das erst verstanden. Das ist hier Schere, Stein, Papier. Shinosuke greift an und verursacht 117 Schaden. Dann würde ich sagen, nutzen wir jetzt mal den Klauenkratzer. Oder nimmt der schon wieder Schere? Wird er die ganze... Nee. Ich nehme mal Schere, komm. Ich nehme mal Schere. Haha! Also im Grunde ist das hier nur ein Schere-Stein-Spiel. Schere-Stein-Papier. Mit Stein rechnet er nicht. Oh, lol. Ja, dann nehme ich doch auf jeden Fall nochmal den Klauenkratzer, würde ich sagen, ne? Ist halt immer clever, wenn man nicht sagt, was man da tut. Dam, dam, dam. Shin-Chan greift an. Klauenkratzer verursacht 94 Schaden. Bekommt ihr auch so ein bisschen Pokémon-Vibes? So, meine Lieben. Der Hahn, er hat... Na komm, wir machen es zu Ende, oder? Komm, wir machen es zu Ende.
Lass uns den SP-Flügelschnitt noch machen. Der Hahn hat zwar gerade gekriegt, ihr habt ihn wahrscheinlich nicht gehört, weil er mega leise ist, aber komm, jetzt zieht's noch eben durch. Special-Angriff kann man dann wohl nicht blocken. Bam. Oh, armer Baby Sinclair. Baby Sinclair ist erledigt. Ein glorreicher Sieg. Mats ist ein bisschen traurig. Ich habe nichts anderes erwartet. So soll erstmal reichen. Mensch, Shin-chan, du bist so cool. Machen wir für heute Schluss. Papa Ranger, auf in den Kampf. Auf in den Kampf! Meine Lieben, wir machen dann auch für heute erstmal Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.